Ein dicken Applaus, der Wanderratte! Alle zusammen! Wenn ich der Novartis meine Nieren verkaufe und fürs Essen in Gassenküche laufe. Wenn ich mein Winterfell an einen Händler vertick, wie Wohnung könnt und auf eine Bänkli lieg, dann kann ich mir wie die meisten auch eine Krankenkasse leisten. Sagst nein an der Kasse bei den Süssigkeiten. Kriegst mit kleinen Kindern Schwierigkeiten. Die fangen an zu täubeln und umschreien und lassen sich vor Wut am Boden fallen. Genauso mühsam und renitent tut Amerika der Präsident. Wegen einer nicht aufgeschafften historischen Lücke tut man zu Basel ein Gucke medial bespucken. Damit jetzt kein mehr die Gucke in den Ecken kann drücken, habe ich einen Vorschlag ganz schmucken. Nehmt das Signet und dient euch dann. Ab nächstes Jahr Nagel Rigas nennen. Wo die Leute hart schluchzt, ich trete zurück. Hemmo brillt, sie von Kummo und ich von Glück. Im Schneiderammann hingegen habe ich gesagt, er soll als neuer Verwaltungsrat zum Bell, damit er dort in seinem Wachkoma weiter vor sich an eine Wurstel kann. Als wenn am Ballon d'Or, ich bin jetzt noch geschockt. Gewinner nach einem Foodie Tänzli fragt. Das wird sich zu Basel kein getrauen. Wir schätzen und verehren die Frauen. Die dürfen hier sogar frei rumlaufen und für ein Sandwich Lösli verkaufen. Auch in dieser Stadt, ja, das steht fest. Trifft uns keine Schuld an der schwarzen Pest. Die wird nämlich, das hat schon mein Papa gesagt, vom Floh und nicht von uns übertreibt. Außerdem hat man in Basel ja insgesamt lieber die Pest in der Stadt als ein Wessels im Amt. Sie sind sehr standhaft, ja vom Wagen. Schwupps hat's gemacht, schon ist sie gelegen. Jetzt hat Akkumar der arme Tropf eine Bühle so gross wie ein Horn am Kopf. Und ich bin froh, aber sagen's ihr nicht, dass es immer noch hier mit Hörnern geht. Eigentlich kann ich an der Hochzeit von meinem Bruder nur wählen. Der Fotograf mit seiner Drohne in den Schatten stellen. Aber die hat schon nach dem Start völlig unkontrolliert. Im Vorbeiflug die Hochzeitstorte püriert und ist ab
richtig gut quer durch den Garten. Jetzt hat die gute Fee eine Hasenscharte. Nach dem Fiasko mit der Drohne habe ich gedacht, mein Kleiner kann es besser und habe ihm sie geschenkt. Aber jetzt hockt seit mir die Jugendanwaltschaft den Bengel in Untersuchungshaft. Er hat mit dieser Drohne, das ist unerhört, Frisur vom Baschi-Tür zerstört. Schön zusammen und viel Vergnügen noch.